Potenzen mit ganzen Hochzahlen. Schauen wir zuerst in einigen Beispielen. 4 hoch minus 3, das wird definiert als 1 geteilt durch 4 hoch 3. Also wenn der Exponent negativ ist, dann nimmt man die ganze Potenz, setzt die von oben nach unten und dabei ändert der Exponent sein Vorzeichen. 4 hoch 3 ist schon definiert worden, also macht 4 hoch minus 3 ein 64. Schauen wir in einem zweiten Beispiel. Minus 3 hoch minus 2, auch hier, diese Potenz ändert die Etage, wir setzen sie also nach unten, indem der Exponent das Vorzeichen ändert. Und minus 3 im Quadrat, das macht 9. Somit ist minus 3 hoch minus 2 also ein Neuntel. Wir definieren jetzt eine Potenz von einer reellen Zahl verschieden von 0 mit negativen ganzen Exponenten durch a hoch minus m, das ist 1 geteilt durch a hoch m. Behalten wir, die ganze Potenz ändert die Etage, indem der Exponent das Vorzeichen ändert. Schauen wir jetzt die Eigenschaften der Potenzen mit ganzen Hochzahlen. Hier stehen die Eigenschaften der Potenzen mit natürlichen Hochzahlen. Genau dieselben Eigenschaften bleiben gültig, auch wenn die Hochzahlen negative ganze Zahlen sind. Das heißt, wir dürfen hier in unseren Formeln einfach die Zahl n ersetzen durch z, ist gerade gemacht worden. Eine weitere Eigenschaft ist diese. Für egal welche reelle Zahl a verschieden von 0 und für egal welche ganzen Zahlen m und n gilt a hoch m geteilt durch a hoch n, das macht a hoch m minus n. Hier werden also die Exponenten subtrahiert. Beweisen wir diese Formel. Die einfachste Art, solch eine Formel zu beweisen, ist es, vom linken Teil zu starten, den auszurechnen, um den rechten zu finden. Genau das machen wir jetzt. Wir starten vom linken Teil der Formel, rechnen das jetzt aus. A hoch m geteilt durch a hoch n, das ist genau dasselbe wie a hoch m mal 1 geteilt durch a hoch n. Und 1 geteilt durch a hoch n ist durch diese Definition dasselbe wie a hoch minus n. Okay? Und jetzt dürfen wir diese Eigenschaft der Potenzen anwenden, denn sie ist ja gültig, auch wenn die Hochzahlen ganz sind. Bei der Rechnung werden also die Exponenten addiert und m plus minus n, das ist dasselbe wie m minus n, was zu beweisen ist.